Zeit ist begrenzt. Um Zeit zu gewinnen, versuchen wir Zeit zu sparen. Je mehr wir sparen, desto mehr wird gestohlen. Zeitdiebe lauern überall. Das Gold des 21. Jahrhunderts. Zeit. Die Zeitdiebe, das sind wir selbst. Zeit ist Geld, das gilt. Was ist bei dem heutigen Tempo in 50 Jahren vom Leben noch übrig? Es muss investiert werden. Die Zeit ist reif. War die Sehnsucht nach mehr Zeit größer. Nie hatten wir so wenig Zeit, um so viel zu tun. Leben im Zeitraffer. Nicht wir beherrschen die Zeit, sie beherrscht uns. Der Takt der Gesellschaft muss sich ändern. Aber wie? Das Lebenstempo hat sich in den letzten 200 Jahren verdoppelt. Der moderne Mensch ist ein Getriebener. Auch diese Menschen sind da keine Ausnahme. Obwohl sie über Zeit nachdenken und forschen. Mit ihnen sind wir auf der Suche nach Perspektiven, Visionen. Der Mensch hat sich dem Tempo angepasst. Die Existenz als Wettlauf gegen die Zeit. Wir machen so viel und kommen zu nichts. Die Spirale der Beschleunigung dreht sich immer weiter. Wohin? So sehr ich sagen würde, Beschleunigung bringt auch Zugewinne, kann man sie sich in gewisser Weise so wie ein Krebsgeschwür denken. Und das hört auch nicht auf, auch wenn klar ist, dass es in den Abgrund führt, bis der Trägerorganismus tot ist in gewisser Weise. Also wir haben es mit einer Wachstumslogik zu tun, fast so wie bei Krebszellen unglücklicherweise. Und die wachsen eben so lange, bis es nicht mehr geht. Also von sich selbst, in sich selbst trägt dieser Dynamisierungsprozess überhaupt keine Begrenzung. Im Reißwolf der Geschwindigkeit nimmt sogar eine Vision George Orwells Gestalt an. Wir beschließen, uns rascher zu verbrauchen, heißt es bei Orwell. Wir steigern einfach das Lebenstempo, bis die Menschen mit 30 vergreist sind. Technisch können wir auch noch lange weiterfahren, bis dahin, dass wir uns Chips ins Gehirn einbauen lassen. Wir sind dicht dran, so etwas zu versuchen. Das steigert unsere Wettbewerbsfähigkeit und könnte ein Standortvorteil sein. Und er steigert die Fähigkeiten, mit höheren Geschwindigkeiten umzugehen, noch weiter an. Wird Zeit die neue Leitwährung? Mehr noch als bei Macht und Geld führt das zu Ohnmacht und gesellschaftlicher Spaltung. Viele sind entschleunigter, als ihnen lieb ist. Zwangsentschleunigt. Ihnen gegenüber steht der flexible Mensch, immer auf Standby. Das Humankapital der Non-Stop-Gesellschaft. Trotz Rationalisierung und zeitsparender Erfindungen wird die Zeit immer knapper. Keine Zeit, obwohl wir sie im Überfluss gewinnen. In diesem Paradox haben wir uns verfangen. Es herrscht Zeitnotstand. Alle träumen von Zeitwohlstand. Wirklich alle?
Zeitwahrnehmung ist, schichtenspezifisch. Und ich vermutete eben, dass es die sogenannten höheren Schichten, die Akademiker sind, die ganz besonders unter Zeitknappheit, Zeitnot leiden. Das hat sich in der Weise, in der formulierten Weise nicht bestätigt, sondern ich stellte fest, alle fühlen sich mehr oder weniger unter Zeitknappheit leidend. Das Leben als sportliche Herausforderung. Die Wahlbochumerin entschleunigt sich in der Beschleunigung. So versucht sie, dem diffusen Druck des Tempowahns zu entkommen. Den spürt man nur, wenn man innehält. Es wird immer wichtiger, dass wir geschickt mit der uns zur Verfügung stehenden Zeit umgehen. Wir müssen ja auch mit Zeit deshalb umgehen, weil wir dieses lange Leben haben. Denn wenn wir so einfach in den Tag hineinleben, dann kann es uns in höherem Alter passieren, dass wir nicht genügend ökonomische Ressourcen zur Verfügung haben, weil wir keine ausreichende Altersvorsorge betrieben haben. Und da haben wir auch schon wieder ein Zeitproblem. Der moderne Mensch wird zu einem Lebenszeitunternehmer. Kaum ist ein Kind geboren, haben Eltern schon Angst, es könnte zurückgeblieben sein, nicht mitkommen, nicht schnell genug laufen, nicht schnell genug sprechen. Wir müssen die Kinder früher einschulen, früher ausschulen und so weiter. Also dieses permanente Gefühl, zu langsam sein zu können, nicht alles getan haben, was auf der To-Do-Liste steht, das ist die Kostenseite dieses Prozesses. Die Rückzugsstrategie des Soziologieprofessors aus Jena, Grafenhausen im Schwarzwald, sein Heimatort. Zeitstrukturen und Zeitempfinden ändern sich mit der Landschaft, in der man sich bewegt. Hier ist es die Welt der langsamen Rhythmen und der langfristigen Perspektiven. Und es geht wirklich damit einher. Wann denke ich an die Dinge, die ich nicht morgen oder übermorgen oder in einer Woche tun muss, sondern an das, was ich in 2 Jahren tun will? Das kann ich hier viel besser tun. Mit dem Versuch, sich der Diktatur der Beschleunigung zu entziehen, begann auch Rosas Nachdenken über Zeit. Die hat auch er nie, auch nicht hier. Die Orgel, der Bienenstock, die Astronomie, der Tennisverein oder das Schreiben. Immer viel zu tun. Entschleunigung bedeutet hier nicht Langsamkeit, sondern Selbstbestimmung. Auszeit muss man sich leisten können. Die Beschleunigungsdynamik teilt die Gesellschaft neu. Wer viel Zeit hat, hat wenig Geld. Und wer genug Geld hat, hat zu wenig Zeit. Was wir im Moment auf breiter Front beobachten können, ist sowas wie eine funktionale Entschleunigung, wie ich das nennen möchte. Sprich, die Menschen haben das Gefühl, sie leben zu schnell und steigen jetzt eine kurze Zeit aus. Das ändert aber nichts an dem hohen Tempo der Gesellschaft, das ändert nichts an der Beschleunigungslogik, sondern das hilft eigentlich nur, das Tempo zu bewältigen. Das trägt in gewisser Weise sogar noch dazu bei, dass die Gesellschaft so schnell operieren kann. Also wenn zum Beispiel Spitzenmanager 3 Wochen in ein Kloster gehen, um sich eine Auszeit zu nehmen, um einmal zu entschleunigen, dann tun sie das ja nicht, um das wahnwitzige Spiel der Moderne anzuhalten, sondern um nachher noch erfolgreicher und das heißt eigentlich noch schneller mitspielen zu können. Dieses Spiel hat uns das Recht auf Langsamkeit genommen. Oder vielmehr das Recht auf eigene Zeit. Zeit kann man nicht sparen. Zeit kann man nur leben. Die Zeit, die wir nicht leben, fällt einfach weg. 24 Jahre schlafen wir, 5,5 sehen wir fern, 5 Jahre essen wir, 9 Monate sind wir auf dem Weg zur Arbeit, 9 Monate spielen wir mit unseren Kindern. Lebensbilanz eines Durchschnittsdeutschen. Die Stadt. Hektisch pochendes Herz der Leistungsgesellschaft. Seit wenigen Jahren wird sie von Zeitforschern durchleuchtet. Diagnose: ernsthafte Rhythmusstörungen. Wie an Röntgenbildern lassen sich an sogenannten Chronomaps Zeitstrukturen von Stadtvierteln ablesen. Hamburg, hier laufen die Fäden zusammen. Raum- und Zeitnot erkennen und neue Stadtkonzepte entwickeln, auch darum geht es hier. Schon lange frisst der Weg das Ziel. Straßen vernichten jene Orte, die sie eigentlich verbinden sollten. Der Raum schrumpft zu einer Funktion der Zeit.
Die Forschungsstelle Zeitpolitik entwickelt andere Zeitkonzepte. Leute, die entschleunigen wollen, die schicke ich dann immer in eine Arztpraxis. Wo sie eine Warteschlange von 2 Stunden haben, oder schicke sie auf den Bahnhof, wo die Deutsche Bahn eine Verspätung hat, und sage, wollt ihr das? Und das ist natürlich nicht gemeint. Zeit ist bunt und vielfältig. Die vielen Formen der Zeit muss man leben. Ulrich Mittenberger versucht das. Musik, die Zeitkunst schlechthin, hat ihn dorthin geführt. Musik wie Olivier Messiaens Quartett zum Ende der Zeit. Er ist immerzu auf der Suche. Mehr nach Fragen als nach Antworten. Nach einer Melodie. Warum ist eigentlich der 45-Minuten-Takt eine strukturierende Größe im Schulalltag? Wie verhalten sich eigentlich solche chronometrische Zeiten, 45 Minuten, zu dem Zeitzyklus von Lernprozessen in Köpfen? Wie wirken sich Arbeitszeiten auf Familienzeiten aus? Es geht um einen anderen Blick aufs Ganze und dann aufs Detail, um nicht weniger als eine kleine Revolution. Die junge Disziplin Zeitpolitik klagt das Teilnahmerecht der Bürger an der Zeitgestaltung einer Gesellschaft ein. Die steckt voller Zeitkonflikte. Beispiel Hamburger Schanzenviertel, ein Quartier im Umbruch. Vom Problemstadtteil zum Trendviertel. Unterschiedliche Lebensformen treffen aufeinander. Das bedeutet auch unterschiedliche Lebensrhythmen. Es braucht Balance. Lokale Zeitpolitik heißt, Zeitkonflikte ausmachen und gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten. Jedem seinen eigenen Rhythmus. Oberflächlich klingt das nach besserer Zeitplanung. Ist das alles? Das Zeitmanagement unterstellt die Zeitstrukturen des alltäglichen Lebens so, wie sie sind, und fordert dann den Individuen ab, geht doch damit möglichst rationell um. Während wir natürlich auch sagen, wir wollen die Zeitstrukturen verändern. Zeitpolitik meint auch, ich möchte Zeiten schaffen, die sich auch mit den vorhandenen Strukturen unter Umständen reiben. Unser Leben ist vertaktet. Den Takt bestimmen nicht wir, aber er bestimmt uns. Institutionen, Behörden, Unternehmen, das sind die Taktgeber unserer Gesellschaft. Zeitpolitik will das ändern. Ziel: urbane Rhythmen synchronisieren, Ballungen vermeiden. Balance. Bremen, Stefaniviertel, Vorzeigeprojekt der deutschen Zeitpolitik. Das Hamburger Zeitlabor wirkte als Katalysator zwischen einzelnen Interessengruppen bei der Umgestaltung des Arbeiterviertels in ein modernes Medienquartier. In Bremen gibt es schon seit 15 Jahren die Leitvision Bremen 2030, eine zeitbewusste Stadt. Es geht um mehr als Stadtteilarbeit. Keine Fremdbestimmung über Zeit. Zweitens, keine Diskriminierung im Zeitgebrauch. Drittens, keine Entwertung von Zeiten, die ich zwar habe, aber die mir sozusagen gesellschaftlich entwertet werden durch Arbeitslosigkeit oder Zeiten des Alters oder sowas. Viertens, das Recht, dass ich mit Zeit nach meinen eigenen kulturellen und Sinnkriterien umgehen kann. Und das Fünfte ist das Recht auf gemeinsame Zeiten. Zukunft hat in Italien schon begonnen. Zeitpolitik ist dort längst Gesetz. Humanisierung der Zeitstruktur des Alltags. Mit dieser Forderung gingen vor allem Frauen und Gewerkschaften in den 70ern auf die Straße. Heute müssen öffentliche Zeiten untereinander und mit denen der Familie vereinbart werden. Keine Stadtplanung ohne Zeitleitplan.
times as also, like objects. Zeit ist ein Gegenstand sich verändernder Strategien von Politik. Policies. Is not a object. Zeit ist nichts Gegebenes, Objektives, wie etwa der Raum, nicht festgelegt. Zeit ist immer eine Beziehung zwischen unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen sozialen Bedingungen, Bedingungen des Menschseins. Zeit ist immer Gegenstand von Übereinkünften. Object of agreement. Zeit und Raum. Und mittendrin der Mensch. Das ist Sandra Bonfigliolis Thema. Von Hause aus Mathematikerin, heute internationale Koryphäe der zeitorientierten Stadt- und Mobilitätsplanung. Bergamo, Paradebeispiel für kommunale Zeitpolitik, Tempi della Città. Voraussetzung, die Problemanalyse, das A und O solider Zeitpolitik. Bergamo unterteilt sich in Oberstadt und Unterstadt. Die von Bonfigliolis Team entwickelten Chronomaps zeigen deren jeweilige Nutzung. Die Oberstadt ist Tag und Nacht aktiv, vor Mitternacht kommt sie nicht zur Ruhe. Das birgt zwei Zeitkonflikte, die fast jeder Stadtbewohner kennt. Erstens, mangelnde Mobilität am Tag, vor allem für Anwohner und Geschäftsleute, ein echtes Problem. Zweitens, das Problem der Nutzung der Stadt in der Nacht. Dann erheben andere Anrecht auf die Oberstadt. Ihr Rhythmus kostet Anwohner den Schlaf. Die Unterstadt folgt einem völlig anderen Takt. Sie wird nur tagsüber genutzt. Abends gehen die Lichter aus. Was oben zu viel ist, ist hier unten zu wenig. Bei der Mobilität ist es umgekehrt. Die Lösung? Ausgleich, Neuverteilung, Stadtteile entlasten, ungenutzte Areale aufwerten. Ein Ergebnis erfolgreicher Zusammenarbeit von Verkehrsplanern, Behörden und Eltern ist der Piedibus. Ein Fußbus samt Fahrplan und Haltestellen. Den Eltern spart er Zeit, sie müssen ihre Kinder nicht mehr einzeln zur Schule bringen. Die Kinder sind trotzdem sicher. Pronti, bambini? Si parte! Und Umwelt und Anwohner danken es auch. Eine kleine Lösung mit großem Effekt. Stopp! Auch für die grundlegenden Probleme sucht man in Bergamo längst gemeinsam neue Wege. Wege in eine Zukunft mit Zeitkultur. Unsere gesamte Gesellschaft basiert auf Übereinkünften, besonders auf zeitlichen Übereinkünften. Vereinbarungen darüber, wie wir unsere Zeit nutzen. Und diese Vereinbarung ist eine soziale Regulierung meiner Freiheit und deiner Freiheit. Zeitpolitik hat den Takt in Bergamo verändert. Nicht mehr Zeit, mehr Freiheit im Umgang mit der Zeit. Die Frage ist, kann das den Lauf der Dinge aufhalten? Es ist klar, dass die Gesellschaft auch jenseits der rein ökonomischen Sphäre zum Beispiel Privilegien und Positionen und Anerkennung nach der Wettbewerbslogik verteilt. Und Wettbewerb hat inhärent ein dynamisierendes Element. Es dreht sich. Immer weiter. Unerbittlich. Es gibt keinen Kommen. Es sei denn, wir drehen das Rad zurück. Ich will nicht sagen, Wettbewerb ist schlecht. Wettbewerb ist hocheffizient und in vielerlei Hinsichten ist er notwendig. Aber man muss sich klar machen, dass das bedeutet, an unserem Zeitbudget zu feilen. Und solange wir das nicht einsehen wollen, würde ich wirklich sagen, sind viele der kleineren Maßnahmen, also neue städtische Architektur oder so, Makulatur. Das heißt, dem Diktat der Uhr entkommt man nicht mit Zeitpolitik. Nicht, indem man passgenau verzahnt oder einzelne Zahnräder austauscht. Die gesamte Struktur ist das Problem. Solcherlei Symptombekämpfung bedeutet, sich einzurichten mit der eigentlichen Krankheit.
alle rennen, hat man Angst, zurückzubleiben. Auf der Strecke zu bleiben. Dabei laufen wir längst, ohne voranzukommen. Rasender Stillstand heißt das bei dem Philosophen Paul Virilio. Und er diagnostiziert es als die spezifische Erfahrung unserer Epoche. Permanent sind wir damit beschäftigt, Defizite auszugleichen, indem wir neue schaffen. Im Grunde genommen kann ich das nur hinkriegen, indem ich zunehmend weniger schlafe. Ich versuche, ganz viel in den Tag zu packen und das eben zu dem Preis, dass ich dann eben auf 8 Stunden Schlaf verzichte und eher 5, 5,5 schlafe, und zwar schon seit einigen Jahren. Handy, E-Mail, Internet, Autobahn, Achterbahn, Bungee-Jumping, Fast-Food, Speed-Dating. Schneller leben, langsamer sterben. Karriere geschafft, Familie erledigt, Gesundheit überwunden und jetzt Chill-Out im Exitus? Nicht wir schlagen die Zeit tot, die Zeit schlägt uns tot. Wer bei dem Tempo nicht mitkommt, wird ausgesondert, abgedrängt und abgehängt. Die Exkludierten, die gibt es nicht nur in Afrika, wo fast ein ganzer Kontinent derzeit stillgestellt wurde oder stillgestellt wird, sondern auch in unserer Gesellschaft. Arbeitslose, Kranke, Depressive, das ist eine Art, also die Depressionserkrankungen nehmen wirklich zu, und Depression scheint eine Art von individueller pathologischer Ausstiegsreaktion zu sein. Und das könnte zunehmen. Also es könnte in der Tat von den Zwangsentschleunigten, von denjenigen, die nicht mitmachen können oder nicht mitmachen wollen, die Moderne herausgefordert und gestoppt und geändert werden. Ein selbstbestimmtes Leben, das war einst das Grundversprechen der Moderne. Dazu gehört der selbstbestimmte Umgang mit Zeit. Wir sind weit davon entfernt und entfernen uns tagtäglich mehr. Gibt es keine andere Antwort auf das Zeitalter von Globalisierung und Internet als die Beschleunigung? Kaum jemand fragt danach, was uns die Beschleunigung wirklich kostet. Die Zeitpolitik schon. Sie kennt vielleicht nicht alle Antworten, aber sie stellt die richtigen Fragen. Wir können einen besseren Gesellschaftsvertrag haben, lokal und global, was unsere Zeit angeht. Our time of life. Unsere Zeitspargesellschaft. Unversehens mutiert sie in eine Zeitverschwendungsgesellschaft. Was Rationalisierung einspart, bezahlen wir mit Wartezeit. Man will hoch hinaus. Nach der territorialen Politik kommt die Zeitpolitik, sagt der US-Ökonom Jeremy Rifkin. Ist in 50 Jahren Zeitdiebstahl ein Kapitalverbrechen? Und wird Respekt vor Eigenzeit belohnt? Das ist ein Thema der Wissensgesellschaft, der Kulturgesellschaft, der Gesellschaft von morgen und übermorgen. Strukturen, Systeme, Ordnungen. Sie sind dazu da, dass man sie verändert, verschiebt. Es braucht den Blick von oben, einen radikalen Wechsel der Perspektive. Zeitpolitik tut das. Sie erkennt, dass wer die Zeit regelt, Leben regelt. Unser Leben. Mehr als das. Sie handelt. Das kommt vielleicht noch klein daher und ist auch ganz groß. Es geht um alles. Auch darum, nicht länger Zeitsklave zu sein. Die Suche hat erst begonnen. Eine simple Lösung gibt es nicht. Das ist nicht einfach zu verkraften.